In der zweiten Aufgabe oder in einer Variante, in einer zweiten Variante der ersten Aufgabe ging es um eine Schaltung, die sah so aus. Da gab es eine Spannungsquelle mit einem Widerstand dazu. Ich zeichne das mal gleich auch extra in einer anderen Farbe. Und dann gab es noch eine Stromquelle. Die war so angeschlossen. Mit einem weiteren Widerstand dazu. Und dann gab es noch eine Kapazität, die war hier hinten angeschlossen. Und für diese ganzen Bauelemente und Quellen gab es auch Zahlenwerte. Die spielen jetzt vielleicht für den Anfang erstmal keine Rolle. Das Erste, was man jetzt halt machen konnte oder sehen konnte, war, okay, wir haben hier eine reale Stromquelle, eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand, und wir haben eine reale Spannungsquelle, eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand, und die beiden sind im Prinzip parallel geschaltet. Deshalb, wenn wir diese grüne Spannungsquelle mal in eine Stromquelle umwandeln, dann können wir die zusammenfassen und vereinfachen. Also machen wir das mal, diese grüne Quelle in eine Stromquelle umgewandelt. Dann wird daraus eben eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Und das restliche Schaltbild kann ich erstmal soweit übernehmen. Also wir haben immer noch die Stromquelle und immer noch diesen vorherigen Parallelwiderstand und dazu parallel immer noch die Kapazität. Und jetzt sieht das vielleicht schon irgendwie viel netter und viel einfacher aus, dieses Schaltbild. Das war auch genau die Idee dieser Umwandlung oder dieser Umformung. Und jetzt müsste man sich noch überlegen, okay, diese Stromquelle hier, die zeigt natürlich, wenn der Spannungsfall hier nach unten zeigt, zeigt die Stromquelle nach oben. Und diese Quelle hier hatte 8 Volt und dieser Widerstand hier hatte 2 Ohm. Und wenn wir dann daraus den Strom, den Ersatzquellstrom rechnen, 8 Volt durch 2 Ohm, dann sind das 4 Ampere, die hier nach oben fließen. Und dieser Widerstand hier, das sind immer noch 2 Ohm. So, und die nächste Quelle, diese hier, die war viel kleiner vom Zahlenwert her. Die hatte nur 0,5 Ampere und dieser Widerstand hier hatte nur 1 Ohm. So, dass man jetzt die beiden zusammenfassen kann, dann wird das Schaltbild noch mal ein bisschen einfacher. Dann haben wir eben nur eine Stromquelle, die einen Strom von 4,5 Ampere nach oben fließen lässt. Und wir können diese beiden Widerstände hier, die natürlich auch parallel geschaltet sind, zusammenfassen zu einem Ersatzwiderstand. Und dessen Zahlenwert ausrechnen, 2 Ohm und 1 Ohm parallel, 2 mal 1 durch 2 plus 1 sind 2 Drittel Ohm. So, und dann war dazu parallel immer noch diese Kapazität. Und ja, das, was jetzt dann gefragt war, war, wie groß ist die Spannung über dieser Kapazität? Für den Fall, dass das hier eine Gleichspannungsquelle ist oder eine Gleichstromquelle ist und das alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind, und dann fließt natürlich durch die Kapazität kein Strom. Die Kapazität wirkt wie ein Leerlauf. Das heißt, dieser ganze Strom, der muss hier über diesen Widerstand fließen, und deswegen können wir die Spannung über der Kapazität einfach ausrechnen als den Strom mal diesen Widerstand. 4,5 Ampere und davon 2 Drittel oder mal 2 durch 3, 2 mal 4,5 sind 9, durch 3 sind 3. Die Spannung über der Kapazität sind dann 3 Volt. Und dann hatte diese Kapazität auch noch einen Zahlenwert gegeben, nämlich 470 Mikrofarad. Und das, was man jetzt noch ausrechnen sollte, war die vom Kondensator aufgenommene Energie, EC, nenne ich die mal, die Energie, die in dem Kondensator gespeichert ist. Und die lässt sich anhand der bekannten Formel natürlich ausrechnen aus 1/2 C mal UC zum Quadrat. Dann kann man diese ganzen Zahlenwerte hier einsetzen. Ich mache das mal, um da auch noch eine Einheitenprobe zu machen. 470 Mikrofarad mal 3 zum Quadrat und Volt zum Quadrat. Farad sind ja Ampersekunden pro Volt. Dann kann man einmal ein Volt und das Quadrat hier wegkürzen. Dann bleiben Ampersekunden mal Volt über, 1 Ampere
Und ein Volt ergibt auch ein Watt und eine Wattsekunde ist das gleiche wie ein Joule. Und dann kann man das einfach ausrechnen, in seinen Taschenrechner eintippen und kommt darauf, dass das ungefähr 2,115 Millijoule sind. Also nicht so wahnsinnig viel Energie, die natürlich bei dieser auch jetzt nicht so wahnsinnig hohen Spannung in diesem doch schon relativ großen Kondensator gespeichert ist. Aber die Spannung ist einfach zu gering, um da jetzt irgendwie eine riesengroße Energie in diesem Kondensator zu haben. So, also das hier war eigentlich Aufgabenteil A, das war hier schon Aufgabenteil B und dann gab es noch einen Aufgabenteil C, in dem sollte man die Ladung Q ausrechnen, die in dem Kondensator gespeichert ist. Und für Q kann man natürlich schreiben, Q ist C mal U, ja, weil C ist ja umgekehrt Q durch U. Kapazität ist die gespeicherte Ladung pro Spannung. Diese Formel einfach umgestellt und dann kann man das wieder einsetzen. Auch hier mache ich das nochmal, auch um eine Einheitenprobe zu machen. 470 Mikrofarad mal 3 Volt Farad sind Amperesekunden pro Volt. Kürzen nicht die Volt weg, bleiben eben Amperesekunden über. Und naja, das kann man sozusagen irgendwie fast im Kopf rechnen, indem man sagt, okay, das sind 500 Mikro vielleicht so ungefähr oder 0,5 Milli mal 3 sind halt 1,5 Milli Amperesekunden oder Millikulomb. Und wenn man das mit den exakten Zahlenwerten rechnet, sind das 1,41 Milli Amperesekunden oder Millikulomb. Das war das, was bei dieser Aufgabe als Lösungsweg gesucht war. Was gab es da so für typische Fehler dabei, die so unterschiedliche Studierende gemacht haben? Also viele haben irgendwie diese Spannungsquelle so gelassen, wie sie ist und haben diese Stromquelle in eine Spannungsquelle umgewandelt, was man natürlich machen kann, was einem dann aber nicht so wahnsinnig viel hilft, weil dann hat man halt zwei parallel geschaltete Spannungsquellen jeweils noch mit einem Reihenwiderstand dazu. Dann kann man aus denen natürlich auch irgendwie noch mit Spannungsteiler und so und so die Spannung über der Kapazität ausrechnen, aber da macht man sich das Leben nicht unbedingt einfacher. Ne? Also klar kann man das machen, aber dann hat man eher noch einen zusätzlichen Rechenschritt dazwischen. Dann haben einige Leute die Stromquelle einfach ausgeschaltet und durch einen Leerlauf ersetzt, so wie wenn man Superposition machen würde. Das kann man natürlich machen, dann hat man aber erstmal nur den Einfluss der Spannungsquelle. Dann müsste man halt sagen, okay, jetzt mache ich aus der Spannungsquelle einen Kurzschluss und schalte nur die Stromquelle ein und gucke dann, was macht halt die Stromquelle für eine Spannung über der Kapazität und rechne die beide zusammen, dann wäre es so wie Superpositionsprinzip, dann würde es auch funktionieren, aber wenn ich nur die Spannungsquelle nehme und die Stromquelle ausschalte, dann funktioniert es natürlich nicht. Dann habe ich so absurde Umzeichnungen gesehen, wo dann Leute, also anstatt, dass die Quellen hier parallel geschaltet sind, die Quellen dann irgendwie in Reihe geschaltet haben, also auch wieder irgendwie das in eine Spannungsquelle umgewandelt und dann war diese Ersatzspannungsquelle eben irgendwie in Reihe zu dieser Spannungsquelle. Ja, die sind aber parallel hier in diesem Schaltbild. Und dann, wenn man als Student, als Studentin wirklich zeigen wollte, dass man ziemlich wenig verstanden hat von dem, was man da tut, dann hat man bei dieser Aufgabe irgendwie angefangen, hier irgendwas mit ZC ist 1 durch J Omega C und so zu rechnen und irgendwie hier eine komplexe Rechnung zu machen, wobei dann natürlich, ich mach das mal nochmal schnell weg und schreibe das mal nur nochmal irgendwie in Rot hin, ne, wobei dann natürlich die Frage ist, wenn man das jetzt irgendwie so mit einer komplexen Zahlenrechnung machen möchte bei dieser Aufgabe, die ja nur dafür gilt, dass die Quellen sinusförmig sind und das sind sie ja nicht, weil das sind Gleichspannungs- und Gleichstromquellen, ja, dann ist ja ein bisschen die Frage, wie groß ist dieses Omega und dann haben viele Leute da irgendwie eingesetzt, dass das Omega halt gilt für eine Frequenz von 50 Hertz, aber von einer Frequenz von 50 Hertz und von komplexer Rechnung und sinusförmige Anregung stand halt überhaupt gar nichts drin in dieser Aufgabe.